Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Es war das verheerendste Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Verübt wurde es heute vor 40 Jahren auf dem Münchner Oktoberfest. Die schreckliche Bilanz: 13 Tote und über 200 Verletzte. Wer dieses Attentat ausübte, warum und wieso es zuletzt durch die Bundesanwaltschaft zu einer Neubewertung in diesem Fall gekommen ist, darüber jetzt mehr im Kalenderblatt von Thomas Hartmann. Gelesen wird es von Conny Wolter. Nach den bisherigen Ermittlungen kommt als Täter der 21-jährige Geologiestudent Gundolf Köhler aus Donaueschingen in Betracht. Er kam bei dem Attentat ums Leben. Seine Verletzungen, nämlich es wurden beide Arme abgerissen, er hat erhebliche Verletzungen im Brust- und im Bauchbereich, er hat versengtes Haupthaar, lassen darauf schließen, dass er sich bei der Explosion der Bombe in deren unmittelbarer Nähe befunden hat. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann präsentiert einen Täter. Gerade einmal 2 Tage nach dem fürchterlichen Anschlag auf dem Münchner Oktoberfest vom 26. September 1980, abends gegen 22.20 Uhr. Meine Tochter liegt da vorne tot, der andere stirbt, der andere liegen 5 über mir da. 22.40 Uhr, ein Bild des Grauens hier am Haupteingang zur Wiesn muss vor wenigen Minuten eine Bombe explodiert sein. Das waren ja 20, 30 Leute verstreut. An einem Mann hat es bis da hinten rübergehaut, von da drüben, von der linken Seite bis da rüber. Und der eine, den hat es unter den Kasten reingehaut. 2 Kinder sind tot da hinten im Eck. Während die Politik sich darüber austauscht, ob das Oktoberfest weitergeht oder nicht, es geht weiter. Während die Bombe von München sogar zur Munition im Bundestagswahlkampf von 1980 und so instrumentalisiert wird, da beginnen die Untersuchungen. Im November 1982 stellt die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Im Schlussbericht heißt es, für eine Tatbeteiligung Dritter gäbe es einige unterschiedliche Beweiserkenntnisse, die einen abschließenden Nachweis der Tatbeteiligung jedoch nicht zulassen. Und was Köhlers Motive angeht, wird befunden: nach den gewonnenen Beweiserkenntnissen wahrscheinlicher als eine politisch motivierte Tat ist, dass Gundolf Köhler aus einer schweren persönlichen Krise und oder aus übersteigertem Geltungsbedürfnis heraus gehandelt hat. Für diese schwere persönliche Krise Köhlers sprechen unter anderem Schwierigkeiten im sexuellen Bereich, wirtschaftliche Sorgen und Misserfolge beim Studium. Nur zeigt sich hier die Bundesanwaltschaft nicht auf dem rechten Auge blind? Schließlich ist bekannt, dass Köhler Kontakte zur rechtsextremen Szene pflegte, mit der neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann zu tun hatte, Gedanken entwickelte, wie man mit einem Bombenattentat die Wahl von 1980 beeinflussen könne. Auch, dass sich kein Mitstreiter Köhlers finden soll, stößt auf Unglauben und Kritik. Diverse Zeugenaussagen lassen da Gegenteiliges vermuten. Der Stern etwa gibt sich 1984 völlig überzeugt. Nach eigenen Ermittlungen und Gesprächen kann der Stern belegen, dass Gundolf Köhler kein Einzeltäter war, sondern dass er Helfer und Hintermänner gehabt haben muss. Ihre Namen kennt der Stern nicht. Es ist Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft, sie durch neue Ermittlungen zu finden. 2014 nimmt die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren wieder auf. Es währt bis zum Juni dieses Jahres. Nein, es werden erneut keine Helfer und Hintermänner Köhlers festgestellt, aber die Gründe für sein Handeln werden neu bewertet. Das Oktoberfestattentat von 1980 ist die Tat eines Rechtsextremen.